versuchen, den Leuten darzustellen, wie Gefühle und Farben verknüpft sind, indem wir die Gefühle tänzerisch darstellen und dabei kriegt man von der Außenwelt oder von den Menschen, die halt auch noch auf der Bühne sind, die Farbe, die dazu passt und die das Gefühl halt darstellt so ein bisschen, damit die Zuschauer auch das Gefühl und die Farbe verknüpfen können. Die Idee kam ganz spontan. Wir tauschen immer noch unsere Ideen aus, wenn uns neue Ideen kommen. Wir versuchen das jetzt auch umzusetzen, versuchen langsam so ein Choreo aufzubauen, welche Musik zu welcher Farbe und ja, eigentlich immer nur noch ausprobieren.